Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Machtwort ausgesprochen und dabei ziemlich heftig Christian Lindner in der Öffentlichkeit beschimpft. Was ist da passiert? Es geht natürlich um den Haushalt 2025. Vor wenigen Tagen hat das Bundesfinanzministerium zwei Gutachten veröffentlicht, die besagten, dass dieser Haushaltskompromiss verfassungswidrig sei. Und das ist schon ziemlich heftig. Das ist eine schon ziemlich harte Attacke auf die Grünen und auf die SPD aus zwei Gründen. Erstens, es war sehr schwer, zu diesem Kompromiss zu kommen, denn die SPD und die Grünen wollten viel mehr Geld ausgeben, sie wollten viel mehr Schulden machen und damit eben den sozialistischen Staat ausbauen. Und die FDP hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir denken nicht dran. Aber zweitens, und das ist eigentlich noch beleidigender eigentlich für die SPD, diese Gutachten besagen, dass dieser Kompromiss verfassungswidrig sei. Und zwar deshalb, weil dort Tricks angewendet werden, um gewisse Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu umgehen. Und das Problem ist folgendes, diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes sind nagelneu. Sie stammen aus Ende 2023, als schon Karlsruhe schon einmal festgestellt hatte, dass ein Haushalt der Ampelkoalition verfassungswidrig ist, und zwar der Haushalt für das Jahr 2024, also für dieses Jahr. Nun sollte das Ganze wiederholt werden. Und dann hat dann Christian Lindner in aller Öffentlichkeit gesagt, ich werde das Grundgesetz, die Verfassung beschützen. Ja, ich werde nicht akzeptieren, dass man etwas Verfassungswidriges tut. Ja, dass natürlich dann die SPD-Leute an die Decke gehen, ist verständlich. Also der Haushaltskompromiss war katastrophal, war verfassungswidrig, und ich habe ja schon mehrmals Videos gemacht, wo ich ganz klar gesagt habe, diese Ampelregierung hat keinen Respekt für das Grundgesetz, sie missachtet geradezu das Grundgesetz und erlässt ständig Gesetze, die wirklich verfassungswidrig sind oder zumindest in einer Grauzone sind. Und jetzt sollte das nochmal passieren, und Christian Lindner hat dann in der Öffentlichkeit gesagt, ich bin der große Beschützer des Grundgesetzes. Und da ist natürlich dann die SPD an die Decke gegangen. Ja? Also zum Beispiel die Chefin der SPD, Frau Saskia Esken, ist an die Decke gegangen und hat gesagt, Lindners Verhalten überschreitet die Grenze des Erträglichen. Das sei rücksichtslos, überschreitet für mich die Grenze des Erträglichen in einer Koalition. Und ungefähr ähnlich hat sich auch der Chef der der Fraktionschef der SPD im Bundestag geäußert, Rolf Mützenich, ein ganz klarer linker Mensch, der gehört zum linken Flügel der SPD. Er hat gesagt, es ist unverantwortlich und im Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative bei der Haushaltsaufstellung einmalig, wenn dabei ein Teil der Bundesregierung die alleinige Verantwortung an das Parlament delegiert. So Mützenich. Aber das Ganze ist generell nicht aus heiterem Himmel gekommen, denn die Spannungen innerhalb dieser Koalition sind wirklich gewaltig. Und zwar, das sehen Sie auch an den ganzen Stellungnahmen der letzten Zeit. Ja, also ich zeige Ihnen hier, das ist ja vom Ende Juli, aber das wirkt natürlich noch nach. Ja, ganz Deutschland ist empört, fühlt sich unsicher aufgrund dieser ganzen Messerstechereien. Da spürt natürlich Olaf Scholz, der die Wahlen gewinnen will. Ja, und selbst Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gesagt, okay, wir werden jetzt abschieben nach Afghanistan und nach Syrien. Das kann nicht mehr so weitergehen. So, was sagt dann Annalena Baerbock, unsere Bundesaußenministerin, Mitglied der Grünen? Nö, wir denken nicht dran. Baerbock sagt Nein zu Scholz' Abschiebeplan. Ja, und ich lese hier nur einen ganz kleinen Kommentar. In der Ampel war man wirklich ziemlich sauer darüber. Das ist ja von der DTS-Nachrichtenagentur. Unmut in Ampel über Baerbock-Kritik an Kanzler. Nur ein Absatz davon. Es ist ja anscheinend ein politisches Tagesritual, dass Mitglieder der Bundesregierung die SPD kritisieren, erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast auf Weltanfrage. Niemand muss uns belehren, weder in der Finanz- noch in der Außenpolitik. Vielleicht wäre es besser, einfach mal eine Runde Urlaub zu machen, statt ständig Unruhe zu stiften. Das heißt, Sie sehen, die Spannungen sind natürlich riesig. Und zwar nicht nur wegen dem Haushalt, sondern überhaupt, ja. Weil natürlich, die wissen ganz klar, dass das Problem der illegalen Migration das größte Problem in Deutschland. Das heißt, das Problem, was am meisten Leute bewegt. Dann kommt die SPD und sagt, okay, wir machen was, wir schieben jetzt ab und etc. etc. So, und dann kommen die Grünen und sagen, nö, machen wir nicht. Also das ist natürlich wirklich aggressiv direkt. Ja. Aber davor gab es natürlich sowieso schon Spannungen. Hier Lindner sagte, Mützenich, Entschuldigung,
Mütze, ja doch, Mütze nicht, Rolf Mütze nicht, ist eine Gefahr für die Ampel. Da ging es um eine ganze Reihe von Themen. Das heißt, dass er immer wieder sagt, wir müssen viel mehr Geld ausgeben, also blanker Sozialismus, die Schuldengrenze müssen wir abschaffen. Die Schuldengrenze ist eine Vorgabe des Grundgesetzes. Also ich meine, Christian Lindner verteidigt tatsächlich das Grundgesetz. Ja? Er macht das natürlich in seiner Art und Weise und er will natürlich damit Stimmung für sich machen. Ja? Aber es ist schon unglaublich, wie die SPD ständig gegen die Schuldengrenze agitiert. Ja, und das ist im Grunde eine Agitation gegen das Grundgesetz, das muss man ganz klar sagen. Es ging natürlich auch um die Aufstellung von Raketen in Deutschland etc. etc. Aber generell ist die Stimmung natürlich unglaublich angespannt. Und damit Sie noch das ein vollständiges Panorama haben, nur ein Drittel der SPD-Mitglieder sieht Scholz als Kanzlerkandidat. Ja? Das heißt, er ist natürlich auch in der Defensive. Und nun hat er sich entschlossen, aha, ich werde jetzt ein Machtwort aussprechen. Ja? Ich kopiere sozusagen Gerhard Schröder, ja, und ich werde auf den Tisch schauen und basta sagen, so geht das nicht weiter. Und dabei hat er eben Christian Lindner wirklich öffentlich, ja, beschimpft eigentlich. Das muss man ganz klar sagen. Nun, man hat schon so oft spekuliert, ob diese Koalition in die Brüche geht, ja, dass man sich kaum noch traut, sich darüber Gedanken zu machen, weil man so oft das getan hat. Ja. Also damals beim Heizungsgesetz 2022, damals sah es aus, das Ganze wird zusammenbrechen. Dann, als dieser Haushalt verfassungswidrig war, dann, als diese ganzen riesigen Demonstrationen, Proteste der Bauern waren, wo sich ja wirklich alle Berufsgruppen angeschlossen haben am Anfang dieses Jahres. Das war ja wirklich eine Protestwelle gegen die Regierung, die man wirklich selten in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen hat. Also, und irgendwie haben die gesagt, nee, wir werden zusammenhalten, aber irgendwann mal ist vielleicht doch nicht mehr möglich, ja. Und natürlich ist schon Wahlkampf da, ja. Also die Stimmung ist die eines Wahlkampfes und diese ganzen Stellungnahmen, die Sie gerade gesehen haben, das klingt ja schon nach Wahlkampf. Das heißt, es sind im Grunde genommen Politiker, die sich schon im Wahlkampf befinden und sie machen Wahlkampf gegen ihre eigenen Koalitionäre. Das spürt man wirklich. Das heißt, selbst wenn diese Koalition halten sollte, existiert sie gar nicht mehr. Es ist in sich gewissermaßen eine Antikoalition, ja, weil sie ja gegeneinander eigentlich Wahlkampf betreiben. Und deshalb eben, es ist vielleicht doch etwas anders, wie hier Olaf Scholz vorgegangen ist. Und ich möchte hier zwei konträre Positionen, konträre, ja, aus dem Meinungsspektrum der Zeitung hier präsentieren. Und zwar das eine ist die Frankfurter Rundschau. Das ist eine Zeitung, die ziemlich links ist. Ja, das war früher sozusagen das Hauptblatt des linken Milieus. Die hat etwas abgewirtschaftet, ist so ein bisschen Wurstblatt geworden und ist sehr deutlich nach links gerutscht. Aber die haben immer noch, sagen wir so, ein strategisches Denken. Und die sagen hier ganz klar, gelbe Karte für Lindner. Ja? Und die sagen, das ist das erste Mal, dass Olaf Scholz so scharf gegen Lindner vorgegangen ist. Und zwar, für Bundeskanzler Scholz war es dringend an der Zeit, der kleinsten Koalitionspartei Grenzen aufzuzeigen. Nun muss sich der FDP entscheiden, ob er sich fügt oder die Ampelregierung platzen lässt. Ja, also das ist die Frage, die hier im Raum steht. Nun stellt der Kanzler seinen Minister in den Senkel wie ein verärgerter Lehrer einen Schuljungen über die Medien, also öffentlich, das ist der Punkt. Ja, das war nicht im Vier-Augen-Gespräch oder im Telefonat oder so. Und das war außerdem noch aus dem Urlaub heraus. Das heißt, Scholz macht gerade Urlaub, trotzdem sah sich eben dazu genötigt, eben an die Öffentlichkeit zu gehen, über ein Zeitinterview und sagen, so, das reicht, Schluss, ich spreche ein Machtwort aus. Ja. Über die Medien. Das klare Votum des juristischen Gutachtens sei grundfalsch aufgefasst worden, sagt Scholz, heißt Note 6 setzen Lindner. Das heißt, der hat außerdem noch Christian Lindner gesagt, er hätte diese Gutachten seines eigenen Hauses, des Bundesfinanzministeriums, nicht kapiert. Das ist schon heftig. Ja. Also ich bin gespannt, wie Lindner darauf reagiert. Ja. Also Scholz' Fokus ist aber auch wieder nicht die ganze Wahrheit, denn Fachleute teilen Lindners Bedenken gegen das Vorhaben. Sie sehen, also im Grunde ist es eine Trickserei letztendlich. Ja. Also wäre ein bisschen kompliziert eigentlich, was da Scholz gesagt hat. Aber der hat gesagt, dass gewisse Umwidmungen, gewisse Dinge, die eben das Gutachten eben auch kritisieren, eben doch möglich sind. Also es gibt, wenn Sie so wollen, gewisse Graubereiche. Ja, es ist nachvollziehbar, dass das Vertrauen des Finanzministers in den Kanzler durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes erschüttert ist. Aber der Punkt ist folgender. Das heißt, es ist ganz klar, also entsprechend der Frankfurter Rundschau, dass Olaf Scholz den offenen Kampf gewählt hat.
ja, gegen seinen wichtigsten Bundesminister. Ja, das heißt, jetzt muss Lindner sagen, okay, gut, ich akzeptiere dieses Machtwort oder ich muss tatsächlich abhauen. Ansonsten, jedenfalls ist das für die FDP wirklich eigentlich eine Situation, wo sie sich entscheiden muss. Denn ansonsten machen sie sich natürlich völlig unglaubwürdig. Denn bislang war es ja immer so, was ich ja schon gesagt habe, sie wollten sich immer präsentieren als die Beschützer des Grundgesetzes. Sozusagen als diejenigen, die eben die Guten sind gegen die bösen SPDler und Grünen, die im Grunde genommen sagen, wir machen das, was wir wollen und es ist uns egal, was das Grundgesetz bzw. das Bundesverfassungsgericht sagt. Für Scholz war es dringend an der Zeit, der kleinsten Koalitionspartei die gelbe Karte zu zeigen. Minister Lindner hat nun zwei Möglichkeiten. Er fügt sich oder er lässt die Koalition platzen. Wenn er es sich denn traut, als Chef der FDP, die Sorgen vor einem Scheitern an der 5%-Hürde haben muss. Und das ist im Grunde genommen kein schlechter Zeitpunkt. Denn wenn man sich jetzt die ganzen Umfragen anschaut für die Bundestagswahl, die SPD, die FDP ist wie festgenagelt bei 5%. Da ändert sich irgendwie gar nichts mehr. Die sind seit Monaten bei 5% und da ändert sich nichts. Ja? So, in den, für die, bei der, die Umfragen für die Landtagswahl in Thüringen, da liegt die FDP bei 2% schon seit langem. Das heißt, die kommen sowieso nicht rein. Das ist denen sowieso egal, diese Wahl. Ja, und die Grünen liegen schon auch länger unter 5%, so bei 4%. Das heißt, sie können sich anstrengen oder können sie sagen, okay, vielleicht kommen wir doch noch rein. Aber sie werden dann sowieso völlig einflusslos sein. Ja, und dann eben für Sachsen sieht das ungefähr ähnlich aus. Also die FDP ist so bei 2% oder so oder noch weniger. Und die Grünen, ja, okay, die würden gerade mal reinkommen oder so. Aber natürlich auch ohne Einfluss. Ja. Also im Grunde genommen sind diese Wahlen für diese drei Parteien relativ, also zumindest für die FDP und für die Grünen, relativ unwichtig. Möglicherweise für die SPD haben sie noch eine gewisse Rolle. Ja, in Thüringen sind die Umfragen bei 7%, also gar nichts. Und in Thüringen, in Sachsen, Entschuldigung, auch bei 7%. Das heißt, möglicherweise könnten sie dann Teil einer Koalition werden. Ja, aber das heißt, sie sehen eigentlich, die ganze Situation ist wirklich ja, extrem spannungsgeladen, weil wir haben es wirklich mit totalen Losern zu tun. Aber die FDP ist schon so weit unten in Thüringen und Sachsen, dass sie sowieso nichts mehr zu verlieren hat. Nun, interessant ist, was die FAZ sagt. Ja? Also sozusagen das andere Extrem, sagen wir, der Massenmedien, sagen wir so. Und die sagen auch, also das Ganze ist schon heftig, ein Machtwort aus dem Kanzlerurlaub. Machtworte entfalten nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn sie aus dem Urlaub heraus gesprochen werden. Dann muss es wirklich ernst sein. Also die sagen auch, also vielleicht ist diesmal doch etwas anderes da im Busch. Er zieht damit einen anderen Schlussfolgerung, also von diesem Grundgutachten. Also Olaf Scholz zieht damit eine andere Schlussfolgerung als Bundesfinanzminister Christian Lindner, der große Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Das heißt nochmal, im Grunde sagt auch die FAZ, ja, Scholz sagt Lindner, der kapiert nicht seine eigenen Gutachten. Es bleibt ohne Lindners Namen zu nennen, fügte Scholz in eindeutiger Richtung und mit seltener Schärfe hinzu. Und das ist interessant. Es bleibt ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte. So Olaf Scholz in diesem Zeitinterview. Das heißt, es ist ganz klar, dass er Christian Lindner beleidigen und beschimpfen wollte. Und zwar in aller Öffentlichkeit. Es war völlig klar, dass das eben in allen Medien wiedergegeben werden wird. Das heißt, er zwingt Christian Lindner eigentlich, sich zu positionieren. Ja, und dann eher, okay, den Rest werde ich nicht mehr, weil das ist schon viel zu lang. Aber jedenfalls inzwischen hat sich dann wieder Wolfgang Kubicki gemeldet und er sagt, er komme zu einer anderen Bewertung als der Bundeskanzler, sagte Kubicki den Zeitung der Funke Mediengruppe. Er sollte grundsätzlich der Eindruck tunlichst vermieden werden, dass der Haushaltsgesetzgeber Tricks anwenden muss, um den verfassungsrechtlichen Gebot der Schuldenbremse Genüge zu tun. Das heißt, er stellt sich logischerweise auf der Seite von Christian Lindner und sagt, also das ist, wir liegen richtig und diese Gutachten besagen ganz klar, dieser Kompromiss ist verfassungswidrig. Ja, also im Grunde geht das ja eigentlich um eine ja, juristische Frage. Ist das jetzt verfassungswidrig? Ja oder nein? Und im Grunde ja, wenn Olaf Scholz konsequent ist, dann müsste sagen, okay, dann werden wir diesen Haushaltskompromiss eben durchgehen lassen,
Ja, und dann könnt ihr meinetwegen nach Karlsruhe gehen und Karlsruhe soll entscheiden, ob das so funktioniert, ja oder nein. Also das ist natürlich die Situation dieser Ampelkoalition. Also so kann man natürlich ein Land nicht regieren, ja, wenn praktisch sich die Parteien innerhalb der Koalition vorwerfen, ja, dass sie erstens keine Ahnung haben von Jura haben und zweitens die einen den anderen vorwerfen, sie respektieren nicht die Verfassung. Also das ist die Stimmung, die Situation innerhalb dieser Ampelkoalition. Und deshalb ist das jetzt tatsächlich etwas anders. Es ist wesentlich, ja, die Stimmung ist schon wesentlich düster, ja, innerhalb der Koalition. Und möglicherweise sagen sich viele, okay, pass mal auf, lass uns das jetzt tatsächlich besser beenden. Ja, also dann wären die Wahlen so ungefähr im Frühling oder sowas, also nach diesen Wahlen in Thüringen, in Sachsen und danach in Brandenburg. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ob sich das dann lohnt überhaupt natürlich ja, für die wenigen Monate, ja dann bis zum September, da kann man immer sagen, okay, da kann man auch warten. Aber möglicherweise denken sich alle Leute, pass auf, wir beenden diese Geschichte. Denn was natürlich im Hintergrund ist, ist bei der SPD und bei der FDP ist die Gewissheit ganz klar. Sie spüren, dass die Grünen eben diese beiden Parteien eben ja, niederziehen, nach unten ziehen. Ja, die Grünen sind im Grunde genommen die Verantwortlichen für die katastrophale Führung der Ampelregierung. Ja, und das sagen eigentlich alle Umfragen, das sagen alle Studien und das sagen auch die Umfragen. Ja, die Grünen sind inzwischen bei 10%. Das heißt, die unbeliebteste Partei ist tatsächlich die Grüne Partei und alle Leute sagen, die Grünen sind diejenigen, die dabei sind, Deutschland zu zerstören. Ja, und das wissen natürlich auch die SPD und die FDP. Das heißt, sie können sagen, okay, wir werden das jetzt beenden, ansonsten wird uns die Grünen, die ja immer fanatisch auftreten, ja, in einer ganzen Reihe von Themen, ansonsten werden uns die Grünen noch mehr kaputt machen und wir wollen eben zumindest die Umfrageergebnisse, die wir jetzt haben, die wollen wir aufrechterhalten. Aber die Grünen könnten tatsächlich es schaffen, dass wir mit ihnen zusammen untergehen und das wollen wir verhindern. Das wäre eine Möglichkeit, ja, dass da passiert. Was dann passiert, das werden wir in ein paar Wochen sehen, spätestens bei der Haushaltsdebatte im Bundestag Anfang September.